meine Lieben, willkommen zurück zu Escape 2, Folge 5. Wir haben es bisher geschafft zu überleben. Auch wenn das Wetter sagt, fick dich. Gut. Aber gut. Discord ist geschrieben. Es ist jetzt geschrieben und wir gehen rein in 3, 2, 1, jetzt. Gut. Ich habe hier ein Stück Schokolade liegen. So, super. 10 Sekunden. Und wir sagen noch Connecting to Server. Bin ich bei dir schon drin? Nee. Alles klar. Aber ich merke, das du mit merkst? Dem Inventar hat letzte Folge nicht geklappt. Ja, super. Wir haben das Ding verloren. Bei mir, ich habe mir die Folge halt nochmal angeguckt, bei mir war es im Inventar drin. Ah. Dann lag ich mit meiner Vermutung ja doch richtig. Ja, weil bei mir war es halt im Inventar, deswegen war... Ja, ja, klar. So, jetzt bin ich auch dran. Ah, ja. So, ich gehe direkt nach unten. Ist ja... Alles klar. Ist ja eine relativ ruhige Folge heute. Ja, nur meinen. Wahrscheinlich wie immer ganz normal einfach Strip Mining weitermachen. Ja, das stimmt natürlich. Wo ist die Treppe nach unten zum Strip Mining, frage ich mich gerade. Die ist hier unten. Die ist hier bei mir. Was? Ach, die hier! Runter. Ach, da. Ah, ja, gut. Stimmt, so. Stimmt. Wenn du irgendwas zum. Ja, habe ich. So, wenn wir heute E-Strip mal machen, ist ja relativ ruhig. Wow, wieso ist hier ein. Wieso kann hier ein Zombie rein? Ach, weil du dann keine Ahnung, weil nicht ausgeleuchtet. Ja, aber ja, bei dir in den Gängen da. Ja, weil ich nicht alles ausgeleuchtet hatte. Ja, ja. Und nochmal ein paar Fackeln. So. Das Gute ist ja, wir haben hier direkt Obsidian und ich baue einfach direkt einen neuen Verzauberungstisch. Gibt uns ja nicht. Nö, nicht wirklich, ne? Ja, im Endeffekt ja eigentlich wirklich nicht. Also, nö, klar, zwei Diamanten, okay, passiert, aber der Rest ist ja relativ. Wir haben genügend Papier und sonst zur Not, wir sind allein auf dem Server, hätten wir ja auch besuchen können. Ja. Ja. Passiert, kann man überleben. Richtig. Oh, das Fleisch ist fertig, das Fleisch ist fertig, alles klar. Ja, das Eisen habe ich gerade rausgeholt, nicht, dass du dich wunderst. Hätten wir beim letzten Mal auch drauf achten können, hätte jeder aus dem Ofen rausholen können. Pff, ja. Easy, kein Ding. Ah, scheiß drauf. Wir haben's. Wir haben's, ja. Ja. Bei mir werden jetzt auch keine Koordinaten mehr angezeigt. Muhaha. Nicht? Hast du... Ich hab jetzt meine Facecam drüber gelegt. Ach so. Ja, wurden die vorher angezeigt oder was? Ja, kurz einmal. Das ist jetzt eher schlecht. Aber anscheinend guckt bei mir eh keiner von denen die Folgen, von daher. Ja gut. Ja, müssen wir aber uns halt vielleicht... an einem bisschen versetzten Ort auch ausloggen als direkt da vor den Öfen vielleicht. Pff, dann ist auch schon sicher genug. Ja, das stimmt. Ja, Strip Mine, ne? Sollen wir irgendein Topic ansprechen? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass wir fast so direkt sind und mal das Projekt hier ansprechen. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Ja, so wie wir es mitgekriegt haben, sind gleich, ist ein Team bald wieder komplett raus. Mhm. Aus Zeitmangel. Hast du meinen Strip-Mine-Gang einfach genutzt? Ja. Kacken dreist? Dann mach ich einen neuen. Ja, nee, den kann ich nicht nehmen. Ja, aus Zeit. Es ist halt einfach scheiße mit dem Projekt. Also nicht das Projekt ist scheiße, aber. Ja, der Zeitpunkt würde ich sagen. Nee, der Zeitpunkt ist zu jedem Zeitpunkt scheiße. Ja, er ist immer scheiße. Es wären immer Leute nicht gekommen und ohne Zeit gewesen. Immer. Das Ding ist nur ja. Wie sollen ja auch sie sollen ja auch erscheinen und nicht kommen. Wie ja angesprochen wurde, sowas hier wie die Inaktivität von einigen in einer Verantwortungsposition sitzenden
Menschen. Ja, das stimmt. Bezüglich zum Beispiel, ja, Auslegung von Regeln. Oh, hör bloß auf, zum Glück ist er bald weg. Oder halt auch... Um Leute zu schützen, nennen wir auch keine Namen. Naja. Nur um das mal klarzustellen. Das Ding ist ja auch, ich find's auch ein bisschen problematisch, dass halt die Regeln, ne, man sagt ja im Endeffekt sind's ja Varo-Regeln. Ja. Nur die werden sehr komfortabel ausgelegt. Ja, was in meinen Augen so ein bisschen so... Ja, so die Tatsache, ne, man hat über 3 Folgen lang das falsche Texture-Pack. Bei einem Varo wäre das direkt Bann gewesen. Hier, oh, ja gut, ist ein Strike. Kann man sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist? Wir haben auch drüber diskutiert, von daher. Naja, ob das wirklich eine Diskussion war. Ist jetzt... Wir haben... eine Entscheidung diskutiert. Und eine Entscheidung diskutieren heißt, man hat nicht über das Thema diskutiert. Ja, gut. Es wurde quasi ein Machtwort gesprochen. Können wir mit leben, aber... Ja, klar. Weil es jetzt uns direkt nicht negativ beeinflusst. Eher im Gegenteil. Naja, ja, im Gegenteil würde ich jetzt auch nicht direkt sagen. Also es ist nichts Negatives für uns jetzt. Ja, ja. Nur halt indirekt quasi, aber das kann uns ja jetzt auch erstmal egal sein. Ja, natürlich. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Ich habe auch noch ein bisschen Eisen. Aber wie war bei dir das Wetter heute so? Regen. Regen? Regen. Ja, also ich hätte mich gefreut. Nicht den ganzen Tag, es war Großteil des Tages halt normal gutes Wetter. Gut ist halt Definitionssache, aber so wie man gutes Wetter im normalen Usus halt ansieht. Aber dann, als ich nach Hause ging, Regen. Ja, also ich war heute mal ein bisschen trainieren. Oh. Ja. Ich habe mich mal ein bisschen auf... Ja, ich würde nicht sagen aufs Laufband, aber ich habe mich ein bisschen auf... Aufs Radl. Auf die Straße begeben. Ist das denn heute kein Diamantenglück oder so? Ja, sieht wohl so aus. Beziehungsweise allgemein gar kein Erzglück. Ich habe bisher eine Erzorder gefunden. Sonst Redstone kannst du nichts mehr anfangen. Tito. Ich bin ja aus dem Chunk mit dem Dia, bin ich ja lange raus. Jetzt habe ich Kohle gefunden. Kohle haben wir aber mittlerweile ja eigentlich. Ja, wir haben more than enough, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Oh, Eisen. Immerhin, ne? Das ist keine kleine Ader, würde ich jetzt sagen. So. Fackeln lasse ich einfach da. Das sind jetzt, klar, Holz ist jetzt eher rar hier unten, aber wir haben eigentlich genügend. Ja, wir haben jetzt genug Kohle, Mann. Ja, Kohle ist halt nicht das Ding. Das Ding ist halt eher Holz. Ja gut, aber ich glaube, ich komme hier bald auf den Schacht oder so. Meinst du, hast du so ein Gefühl im Penis? Ja, ich habe da so ein... Ich hab die Fühls. Was du fühlst. Ja, ich nicht. I'm the Redstone, aber... Baue ich zweimal ab für Level, deswegen mache ich ja auch gleich mal einen Verzauberungstisch. Dann kann ich nämlich schon mal Sachen verzaubern, weil man kriegt dann natürlich, ne... Haben wir eigentlich schon Lapis? Ein bisschen was, ja, oben in der Kiste. Ah, perfekt. Ach, oh, mir ist gerade meine Spitzhacke kaputt gegangen. Ach, scheiße, ich habe nicht genug Eisen dabei. Ist aber doch in der Kiste. Aber ich baue mir fix einen Ofen, schmelze das ein. Ja, wie gesagt, oben in der Kiste ist ja genügend Eisen. Ja, klar. Wunderbar. Aber sonst war heute alles... im grünen Bereich, würde ich sagen. Perfekt.
Ja. Eigentlich sollte er heute noch was starten, aber leider gab das ein paar private Probleme, weshalb das nicht funktionierte. Jo. Weil du weißt ja, ich hatte dir von den 24-Stunden-Stream erzählt gehabt. Ja. Aber da meine, da ein Elternteil von mir mittlerweile jetzt im Krankenhaus liegt wegen gebrochenem Fuß. Ja, ist ein bisschen übel, aber kann man nichts machen. Ja. Habe ich gesagt, ich verschieb das den 24-Stunden-Stream und dann. Ja. Geht halt vor. Korrekt. So, Hier passiert ja bei mir gar nichts. Ja, bei dir ist heute so Flaute, ne? Ja. Ich höre zwar jetzt gerade einen Lavasee. Lavasee heißt zwar eigentlich nix, Kohle, aber... Kohle. Kohle, oder ist, was Kohle heißt? Ich nicht. Ja, du weißt ja, was Kohle im Großteil eigentlich bedeutet. Auf dieser Höhe. Es könnten Diamanten da sein. Es könnten Diamanten sein, auch da, wenn Cobblestone in der Nähe ist. Also... Ich bin da kein Aberglaube-Mensch. Ich gehe wieder hoch. Ich muss ich mache jetzt den Verzauberungstisch diesmal in mein Inventar. Alles klar. Der Rest brauche ich nicht. Ich hab Glowstone? Hä, woher habe ich Glowstone? Keine Ahnung. Ein Glowstone, das, woher? Hä? Was? Ich frag lieber nicht. Ich glaube, es ist besser. Hat Mr. Vanva gehackt? What's up? Ja, das ist wahrscheinlich der einzige Titel, den man in dieser Folge nehmen kann. Da passiert ja sonst nicht viel. Nee, das stimmt natürlich. Ja, ich komme auch mal wieder zurück und dann. Oh, hier ist noch ein Eisen, was ich vergessen habe. Hier ist noch ein bisschen Redstone, nehme ich auch mal mit. Jetzt wäre das tatsächlich, ich sag halt, interessant gewesen, wenn man so wie Concrafter gewesen wäre und irgendeine Challenge in dieser Folge gemacht hätte, weil dann wäre ein bisschen mehr passiert als nichts. Wahrscheinlich. Aber wir haben uns ja allgemein ja eine Challenge gesetzt. Wir wollen noch ein Haus bauen. Haben wir das? Ja, hatten wir. Hatten wir doch zu Anfang besprochen gehabt, dass wir das ja nicht zu Anfang machen wollten. Ist das so? Ja. Interessant. Zumindest kann ich mich noch dran erinnern. So, Ich glaube, wir sollten uns aber auch langsam mal von hier wegbewegen. Wir könnten halt einen neuen, neue Höhle machen. Wir können auch in die Wüste gehen. Und dann? Dann schicken wir die anderen in die Wüste. Das Wortspiel. Wow. So. Ich weiß, der war schlecht. Ja, ich hab da auch nicht wirklich drauf reagiert. Guck mal, hier ist ein Verzauberungst. Yay! Aber... So. Nehmen wir ihn vorsichtshalber mal mit ins Inventar. Ja. So. Am besten ist, wir... Ja. Ja, bleiben wir erstmal für die Folge hier noch hier und dann verziehen wir uns. Ja, ich würde sagen, dass sie hier nach halt eine Folge aufnehmen und dann uns verziehen. Aber dass wir echt so in der Zeit noch wirklich die einzigen sind, ne? Weil niemand auf die Idee kommt, dass man uns hinterher joinen sollte. Denke ich mal. Das stimmt natürlich.
Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe gerade Mist gebaut. Hm. Das werde ich gleich erst sehen, ob ich wirklich Mist gebaut habe. Die Zeit habe ich auf jeden Fall im Blick. Ja, aber das ist... Ach, gut. So. Ernsthaft, Wanda? Ja, Folgenende würde ich sagen an dieser Stelle. Ich habe Sachen aus den Öfen genommen, wie man es ja so macht. Wir joinen ja eh gleich wieder drauf. Dann würde ich sagen... Oh, hab mir schon mal Screenshot gemacht. Bis dahin. Machen wir eine Verabschiedung. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns mal in der nächsten Folge. Bis dann, wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss. Ja, hallo, noch haben wir 15 Sekunden. 15 Sekunden, was? Ich bin ja, ein paar Sekunden später. Bist, ach ja, du bist später drauf gejoint. Stimmt, da war ja was. Ja, dann müssen wir doch genau warten. Genauso wie ja, du noch warten musst. Ja. Ja, ich, bei mir sieht man hier gerade die Serverliste. Hier, guck mal, Wohnheim, Uni Mainz, könnt ihr hier joinen. Also, wir sind jetzt fertig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.